Hallo ihr Lieben, hier bin ich mal wieder, euer Jürgen von Latum, heute mit gekocht und zwar Auflauf. Die Nudeln sind schon am Kochen, schon mal vorbereiten und danach kommt der Rest, wie ich Eier schneide, den guten Schinken, dazu gibt es Erbsen mit Möhren, gut, bis wir die Werbung mitmachen, so, dazu kommt Sahne und natürlich der geliebte Käse. Und zum Schluss die Fixtüten. Nicht vergessen. Alles klar, dann sage ich mal bis später. Haut rein! So ihr Lieben, da bin ich wieder. Die Nudeln haben jetzt gekocht. Schütten wir ab. So, dann machen wir die Seite des Ofens aus, ein bisschen abschütten das Wasser. So, nun kommt die Sahne zum Wasser und das tun wir dann ankochen lassen. So, Sonne weg. Dann schalt mal in den Ofen ein und dann lassen wir das laufen. So, 10 Minuten, eine Minute, zwei maximal, muss das bis aufkochen. In der Zeit, wo wir das haben, ihr seht mich jetzt andersrum, tun wir jetzt gleich die Kamera drehen, hier hin weit hinstellen, dass er sieht, und danach tue ich schon mal schneiden. Ich sag mal schon mal bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt's ans Schneiden. Dafür brauchen wir natürlich ein Messer und wir nehmen zuerst die Eier. Brauchen wir auch die Mülltüte, wo wir den lassen, gerade reinschmeißen können. Ne, sonst geht es nicht. Ja, ich weiß, die Videos sind leider nicht so der Bringer, wenn ich koche, alleine. Aber dafür gibt man sich ja größere Mühe. Ja, kommt noch ein weiteres Video, aber das zu später. Erst mehr. Erst ist das Kochvideo dran. Das, liebe Leute, ist übrigens mediterran oder auch der Mallorca-Style genannt. So, schön das Ei von der Schale befreien. So, wir haben das jetzt befreit. Nun schneide ich erstmal die Eier. Aber zuerst kommen die Nudeln. Wenn ihr bitte jetzt seht, das sind die Nudeln. Und die packen wir schon mal in die Auflaufform. So. Dann müssen wir die noch ein bisschen verteilen. So. Nun kommen wir dazu zum Schneiden. Und zwar so
schön die Eier verteilen. Wie viel Eier ihr reinmacht, ist euch überlassen. Also ich mache maximal jetzt 2. So. Dann kommen wir dazu, die guten Schinken zu schneiden. Der muss aber als letztes rein. Dann nehmen wir 3 Scheiben. Wir wollen hier mehr Schinken haben. So, dann kommen wir weiter. Dann später kommen natürlich die Apps mit mir. So. So, und nachdem wir den Schinken geschnitten haben, nehmen wir erstmal unsere Erbsen mit Möhrendose. Das passiert mir öfters, aber das hatte ich mir den mal. Schade. Jetzt weiß ich leider nicht, wo man Dosen öffnet. Ah, du wusst wie. Das sag ich, ich habe noch einen Dosenöffner. Eine Uhr kommt selten mal rein, aber das kriegen wir schon hin. So, die Sahne ist am Kochen. Das ist perfekt. Soll man eigentlich nicht machen, also nicht nachmachen. So. Das Wasser abschütten. Ich weiß, ihr seht mich jetzt gerade nicht in der Sache. So, Wasser ist abgeschüttet. Jetzt schön die Erbsen mit Möhren verteilen. Könnt ihr euch eine ganze Dose nehmen. Aber das geht nicht ruck. Zuck. So. So, jetzt warten wir mal kurz, bis die Sahne fertig ist. Und dann melde ich mich gleich wieder, um die rüber zu schütten. Dann schicken wir natürlich dann unsere geriebene Käse und zuletzt die Fixhütte. Alles klar, bis gleich. So, Lieben. Die Sahne hat gekocht. Ja, könnt ihr vielleicht so sehen, auch nicht. Jetzt kommt die warme Sahne hier drüber. Na, perfekt. So, dann den heißen Topf mal runternehmen, damit sich ja nicht die Fingerchen verbrennen. Jetzt kommt der Schinken, frische ich mir mal auf der Seite, dass ich irgendwie besser sehe. So, so ich mal näher. So, schön den Schinken nehmen, am besten so und schön verteilen.
jetzt ein bisschen, aber ist ganz normal. Ja, cooler Song. Human Killer. Natürlich heißt der Humans from the Killers. Verteilen. Und hier grob. Größere Stücke. Wir Freunde. Danach, wenn wir das haben, alles soweit fertig, kommt ihr natürlich in unseren Ofen. So. Schinkenteile, jetzt brauchen wir natürlich unseren Frischkäse, unseren Kartoffelkäse. Schneiden wir jetzt mal auf. Die Tüte machen wir. Ah, ich kann den mehr schneiden. Käse auch schon verteilen. Ich mache mal ein Special dabei, habe ich ganz vergessen. Und zwar Pesto Genovese, nee, Calabrese. Nicht Genovese, Calabrese. Habe ich auch einen Löffel. Kommt mit da rein. Dann nimmt das noch besseren Geschmack an. Wieder auch verteilen. So. Kann ich nur empfehlen, ist sehr lecker. Jetzt kommt die gute Fixtüte. Schön so. So. Das haben wir jetzt auch. Und auch kurz den Müll. Dann zeigen wir das schöne drüber. Riecht gut. Vielleicht lecker, was ich denn nicht. Leute, sehr, sehr gut. Gut, dann sagen wir mal bis gleich, wo wir das im Ofen tun. So, ihr Lieben, wie ihr seht, sieht das schon mal gut auf dem Auflauf. Jetzt ist er im Ofen, wir schieben ihn rein bei 220 Grad. Und lassen wir den so jetzt 20 Minuten bis 30 Minuten drin. Ja, ich weiß, der Ofen sieht ein bisschen versaut aus, aber ist ja nicht schlimm. Ja, und dann nachher kommt der Geschmackstest. Bis später. Leute, da bin ich kurz mal wieder. Wir zeigen, wie der Auflauf ist. Seht, er wird gut, aber er muss noch. Aber der Geruch ist eingedickt, Freunde. Eingedickt. So. Hier seht ihr den Auflauf. Und jetzt kommt der Geschmackstest.
kann nur sagen, super. Viel Spaß beim Nachkochen. Lasst es euch schmecken. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, nicht vergessen nachzukochen. Ciao, euer Jürgen von Latum.